Hallihallöchen, herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist wieder euer Xerbotchen. Wir spielen eine Runde Corekeeper im Early Access. Ja, wir sind tatsächlich beim letzten Mal so weit gekommen, dass wir die ganzen Federn alle eingesammelt haben. Ich habe die Federn jetzt mit dem restlichen Kram hier eingetauscht beim Händler. Mit den Gemstones, den Mechanical Parts haben wir jetzt Arceus, the Sky Titan Scanner gebaut. Und wenn wir den jetzt benutzen. Nee, nicht so. Das war Quatsch. Leg das mal wieder dahin. Mit E? Mit Rechtsklick? Mit Rechtsklick. Okay, so, dann gucken wir mal. Wo ist denn der Gutste? So, und der wird angezeigt direkt nach Süden. Oh! Tja. Wir haben quasi schon so gut wie gefunden gehabt. Mega dicht. Okay. Ich hätte ja einfach nur noch. Also, wir waren ja tatsächlich schon bis hier gelaufen. Nice, 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 nice. Okay. So, das heißt, wir wollen auf jeden Fall dahin und uns das mal angucken, wie das da aussieht. Außerdem habe ich angefangen, das dritte Haus zu bauen. Für den nächsten Händler. Und zwar habe ich quasi hier so einen Nebeneingang, damit ich schnell da langkommen kann. Haupteingang. Ein großer Raum hier. Ein kleiner Raum hier. Ich habe hier drüben noch so eine Art Pfade gemacht mit so einem kleinen Podest hier in der Mitte. Beleuchtung. Und dann auf dieser Seite irgendwie dann noch weiter. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das basteln will. Hier vorne so ein bisschen schickes Grün, Rasen. Und den Rest hätte ich dann gerne mit diesem dunklen Grün hier. Und das müssen wir jetzt holen. Und außerdem müssen wir zu Arceus. Alright. Dann düsen wir da mal hin. Ich habe 3 Heiltränke klein und 31 Heiltränke groß. Okay. Düsen wir mal nach unten. Gut, ich habe tatsächlich so das Gefühl, dass wir voranschreiten. Ne? In diesem Schimmelbiom sind wir auch schon ein ganzes Stück vorangekommen. Das zieht sich aber tatsächlich in die Länge da. Ich habe auch jetzt keine Spikes mitgenommen, um da weiterzumachen. Ist aber nicht schlimm. Wir wollen jetzt erstmal bei Arceus gucken, wie das da aussieht. Erstmal einen Blick werfen. So, wir müssen jetzt gleich da sein. Alright. Gut. So, hier sehe ich, das ist fertig gebaut. Also fertig abgebaut. Das heißt, wir können das abbauen. Okay, so. Dann bauen wir das wieder ab. Na. Dann ist nur noch dieser Topf, der noch die restlichen Sachen einschmilzt. Okay, das machen wir mal nach da. Schmeißen wir mal nach draußen.
Alright, dann hätten wir das erledigt. Lass uns hier nochmal einen Blick werfen. Hier sind noch ein paar Sachen, die würde ich erstmal einmal kurz einsammeln, bevor wir zu Azios gehen. Da sind die drei Tentakel, wo ich nicht weiterkomme. Aktuell nicht. Da müssen wir irgendwie. Weiß ich auch noch nicht. Wie wir da lang kommen. Hier scheint auch noch ein Weg zu sein. Auf jeden Fall war hier oben noch was. Ne, also aktuell spawnt hier wohl nichts. Also wir sammeln einmal alles ein kurz. Was hier rumliegt. Oh, Gegner. Oh, guck mal. Hat sich doch schon wieder gelohnt. Eine schöne, geile Statue, eine Figur. Nice. Allein dafür hat sich schon wieder gelohnt. Die schmucke Figur. So, das Ganze hat noch andere Eingänge. Ich kann auch mal gucken, ob ich dann hier mit anderen Eingängen irgendwie besser da langkomme. So, mit Q können wir alles einsammeln. Es geht. Zack, zack. Die Figur ist nice. Alright. So, dann. So, das brauchen wir jetzt auch nicht. Jetzt gehen wir zu Arceus gucken. Dann fahren wir einfach mal rüber, würde ich sagen. So, jetzt sind wir hier und schlendern wir einfach hier runter. Das hier wurde diese. Ich habe mich schon gewundert, ob das hier irgendwie Spinnen sind oder so ein Kram. Guck mal, wie viele Federn hier liegen. Interessant. Also, buddeln jetzt mal einmal rum, dann gehen wir. Irgendwo muss ja noch der Eingang sein.
Also tendenziell würde ich sagen, wir gehen hier rein. Ja, da sieht Vogel. Alright. Das ist. Ach, soll Vogelkacke sein hier wahrscheinlich. So hingeschissen von oben runter, so flatsch. Alright, 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 okay, okay. Da ist nur eine. Also tendenziell hat sich es immer bewährt, die Arena vorher freizuräumen und allen zu befreien. Das vielleicht macht die Vogelkacke einen langsamer dann. Am besten, wir machen erstmal alles weg. Sammeln die ganzen Federn ein. Okay. Gut. Aber ich habe das Ei nicht mitgenommen, ne? Ich wollte auch erstmal nur gucken. 29 Federn. Haben wir jetzt. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ausgeleuchtet ist es ja auch super. Also ich denke, wir müssen das Ei hier hinlegen und dann wird er dreht er durch und kommt an und dann müssen wir ihn irgendwie besiegen. Wie besiegt man einen fliegenden Gegner? Wahrscheinlich mal, wenn er landet. Schau, müssen wir sehen. Alright, auf jeden Fall werden wir, weil es war hier noch so eine komische Landzunge, ne? Ging das hier komplett durch? Das ging komplett durch. Da auch.
Ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen. Oh, das Schleims. Schleimse und Gegnisse. Ich muss auf jeden Fall grün hacken. Und dann machen wir das hier am besten in den See. Für unser Gebäude. War so klar, genau jetzt. Nehmen wir mal ordentlich was mit für unseren Hausbau. Ich würde hier mal eine ganze Ecke wegreißen, ne? Würde ich, damit das hinterher noch wieder gut aussieht, mal kurz planen. Ja, machen wir so. Das passt. Eigentlich können wir die Folge jetzt auch schon beenden, ne? Also es ist jetzt mega unspannend, dass ich jetzt hier das ganze Gras rausbrühe. Arceus, seine Brutstätte haben wir jetzt gefunden. Jetzt brauche ich halt die grünen Blöcke hier, damit wir das nächste Haus fertig bauen können. Und das machen wir dann nächstes Mal, würde ich sagen, falls nichts dazwischen kommt. Und dann nehmen wir auch das Ei mit. Oder wir machen erstmal das Haus fertig. Machen dann Arceus. Oder wir machen erst Arceus und dann das Haus. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das entscheide ich relativ spontan.
So, ich muss die Folge natürlich auch beenden, ne? Nicht mehr drüber reden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn so ein Kreis, dann wissen wir, dass Arceus, also jetzt ist das Symbol da drüber, aber wenn wir einen Kreis finden, dann wisst ihr, das ist das. Arceus the Sky Titan. So, und das müssen wir halt auch noch weiter bearbeiten. Hier sind momentan drei Sonne, wo ich nicht rankomme. Allerdings kann ich von dieser Seite auch noch öffnen, da muss ich bloß Spikes mitbringen. Und dann machen wir so wie hier, bringe ich jede Menge Spikes. Jo, so machen wir das. So machen wir das. Ich bin entzückt. Entzückt, entzückt. Wunderbestens. Ja, sag ich mal, reingehauen. Tschüss.